Freude am Ski- oder Snowboardsport erleben, kann auch bedeuten, einmal etwas anspruchsvollere Pisten in der Funline zu fahren. Direkt daneben befindet sich für die geübteren Freestyler die Progression Line. Das Spezielle an dem Park ist eigentlich, dass er sich eh an Einsteiger, an Freestyle-Einsteiger richtet. Einsteiger und leicht Fortgeschrittene. Also sobald man über den Flug oder über die Pizza, wie man heutzutage sagt, hinaus ist, kann man eigentlich da durchfahren und kann man sich einmal rantasten an kleine Boxen und an kleine Kinder. Der 1 Kilometer lange Snowpark bietet etwa 30 Elemente und 10 Kicker und sorgt für spannendes, abwechslungsreiches Pistenvergnügen. Ja, so ein Park, das ist schon wirklich viel Arbeit für uns, für die Bergbahn. Wir haben da ein eigenes Team mit 6 Shaper vor Ort, die sich dienstplanmäßig natürlich abtauschen, aber da ist jeden Tag im Park ein Team da, die ganzen Hindernisse, die Kicker einfach jeden Tag shaped und so schaut, dass einfach da ein sicheres Durchfahren möglich ist. Konzipiert wurde der Snowpark mit Augenmerk für schnelle Lernerfolge beim Freestylen. Am Family Freestyle Weekend gaben professionelle Coaches Tipps. Ja, wir sind heute eigentlich mehr auf der kleineren Strecke unterwegs, weil naja, die ganzen, was bei uns mitfahren, sind eh dann auf der jüngeren Seite. Viel riskieren wollen wir natürlich auch nicht. Und ja, jetzt versuchen wir, dass wir einen kleineren Teil von dem Parcours da fahren und ja, macht Spaß. Bereits die ganz Kleinen werden spielerisch an den sicheren Umgang mit dem Snowboard herangeführt. Das sind einfach die Obstacles, das heißt bei uns Riglet. Da haben wir eigene Tour durch Europa, also haben wir fixe Riglet-Parks für die Kinder in der Snowboardschule gemeinsam, um den Kindern einen spielerischen Zugang zu gewährleisten. Und da haben wir unsere eigenen Obstacles aus Kunststoff, die sind tragbar, die kann man überall hinaufstellen. Aber so sieht man, haben die ganze Kleine auch schon mal Scouting, haben wir A-Frame, kann ich drüber fahren und so ist halt der Spaß im Vordergrund und nicht jetzt das. Ich muss jetzt Snowboard lernen oder schon in der Spaß. Und mit dem Spaß lernt man meistens eigentlich am leichtesten. Wenn eine ganze Familie eine Leidenschaft teilt, ist das Family Freestyle Weekend ein Pflichttermin. Naja, wir haben vor 32 Jahren angefahren, oder besser gesagt, der Dieter hat angefahren mit dem und hat relativ schnell uns als Kinder damals halt auch dazu animiert zum Fahren. Und jetzt inzwischen ist die dritte Generation da, da ist auch klar gewesen, dass sie aufs Board steigen. Und ja, so gesehen haben wir irgendwie einmal den Namen dann verliehen bekommen eigentlich von den anderen. Es ist Freiheit. Also wir sind an und für sich keine Pistenfahrer. Wir brauchen eigentlich einen Lift, ja, okay. Aber wir fahren eigentlich mehr draußen. Und draußen ist es Freiheit. Ja, was für uns total schön ist, dass wir viele andere Leute treffen, wo die Kinder auch mit dem Snowboard unterwegs sind. Auf das freuen sich unsere Kids, dass sie halt gemeinsam mit anderen fahren können. Dann die Geister gefallen den Kindern natürlich besonders gut, am Sessellift und die Großen zum Foto machen. Ja, das ist so ein bisschen ein Highlight für alle. Nach diesem Wochenende ist aber noch lange nicht Schluss mit Fun am Berg. Ja, wir haben heuer einen Traumwinter, also die Schneeverhältnisse sind wirklich super. Wir sind jetzt noch bis 8. April haben wir noch offen und so lange wird auch der Snowpark noch geöffnet sein. Und ja, Skifahren steht im Grunde bis Saisonende nichts im Wege.